So, das ist mein Tetra, 16 Zeller, 30 cm Kantenlänge pro Zelle, sprich da oben fliegen 1,20 Meter Kantenlänge an jeder Seite. Ja, Wind muss schon ordentlich sein für die Größe und Schwere vor allen Dingen. Ich sag mal, am Gewicht muss ich noch arbeiten. Der ist einfach noch etwas zu schwer mit seinen knapp 500 Gramm. Also 3 bis 4 Windstärken braucht er schon, damit er einigermaßen gescheit fliegt. Heute haben wir so 2,5 und deswegen dümpelt er da auch so ein bisschen rum. Sieht aber schick aus, finde ich.